Servus miteinander, es ist wieder Zeit für eine kleine Reingespielt-Folge und passend zur aktuellen Nerdwelten-Folge dreht es sich natürlich um das zweite Suikoden-Abenteuer für die PlayStation 1 im Jahr 1998 erschienen. Da haben wir im Podcast gerade ausführlich drüber gesprochen, der Ben und ich dachte, da bietet sich's auch wieder an, mal kurz in die Anfänge dieses Spiels reinzugucken. Bestimmen, nicht okay oder einverstanden, bestimmen, da haben wir im Podcast drüber gesprochen, ist die deutsche Version, da wird es ein bisschen was zu erzählen zu geben. Im Podcast haben wir drüber gesprochen, unter welchen Umständen das erschienen ist. Gespeicherte Daten aus dem ersten Teil kann ich nicht übernehmen, habe ich aktuell keine. Zu dieser Aufnahme noch, wie gesagt, ich möchte das Spiel ein bisschen zeigen, ich werde es auf keinen Fall so super weit spielen können. Es soll ein bisschen den Eindruck vermitteln in die Geschichte, gerade der Anfang ist ja schon mal sehr emotional. Das Intro wollen wir uns auf jeden Fall dann angucken, diese Sepia-Sequenz, die wir im Podcast besprochen haben. Und dann gucken wir einfach mal, was die Zeit so hergibt. Zwischendurch werde ich wahrscheinlich mich mal ein bisschen räuspern müssen, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angekratzt. Also es hat mich sehr niedergeknüppelt gehabt. Jetzt geht's auch gleich mal los. Verzeihung, aber ich denke, wir können ja trotzdem ein bisschen ein schönes Abenteuer zusammen erleben. Über Kommentare freue ich mich. Die Podcast-Episode ist hier unten in den Shownotes der YouTube-Folge wie immer verlinkt. Joey kommt und sagt, oh, du hast dich umgezogen, Hardy. Du hast es wirklich eilig. Naja, klar. Geht in die Haie, oder? Ich auch. Ich dachte daran, zurück nach Chiaro zu gehen und ich konnte es nicht erwarten, aus der Uniform zu kommen. Hey, Hardy. Nanami wartet vielleicht darauf, dass du zurückkommst. Nanami ist die Stiefschwester des Helden. Du bist die einzige Verwandte, seit Meister Genkaku starb. Ach, wenn es diesen Krieg nicht gäbe. Seufz. Naja, ist nicht so einfach. Joey, auch ein komplexer Charakter. Charaktere sind eh die große Stärke dieses Spiels. Ihr habt es im Podcast bestimmt gehört. 108 Charaktere, die Stars of Destiny. Man kann ganz viele rekrutieren, kann sich da eine Party zusammenstellen. Ich glaube, so einen winzigen, Entschuldigung, einen winzigen Eindruck bekommen wir. Ich schaue jetzt nicht ins Lager. Ich schaue jetzt zu, dass wir ins Bett gehen, damit die Geschichte vorankommt. Ab in die Haie. Erinnert natürlich alles an die Super Nintendo Spiele noch, also das war nicht en par mit den Square JRPGs, die für die PlayStation dann kamen damals. Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 gab es da noch nicht, das kam 99, aber oh, Überraschungsangriff. Es ist trotzdem ein Spiel, das halt viel Wert auf seine Geschichte, auf seine Charaktere legt und da braucht sich Suikoden 2 vor keinem Spiel zu verstecken. Hat ein paar andere Schwächen, die haben wir im Podcast, denke ich, ganz gut besprochen. Aber Charaktere und Geschichte gehören definitiv nicht mit dazu. So, wir haben unseren ersten Begleiter. Und hier rennen wir. Jawohl. Oh Gott, Feuer. Raoul sagt, Hardy, Joey. Oh, Captain Raoul, was ist los? Überraschungsangriff des Stadtstaats. Sie haben den Friedensvertrag gebrochen. Dieser Abschaum. Ja, dieser Abschaum. Wir sind wahrscheinlich umzingelt. Nehmt den Bergpfad nach Osten und rettet euch. Beeilt euch. Ja, wenn der das sagt, ist er unser Kumpel. Der würde uns nicht betrügen, oder? Laufen wir. Wir können hier nicht sterben. Nanami ist uns ganz allein. Nee, das wollen wir nicht. Oh Gott. Hey, öffne deine Augen. Stirb nicht auf mir. Was? Stirb nicht auf mir? Das heißt wahrscheinlich im Englischen Don't die on me. Es würde eher Stirb mir nicht weg heißen. Gut, deutsche Übersetzung haben wir im Podcast drüber geredet. Naja, warum? Kam zu, entkam. Oh Gott. Also die sind alle natürlich von diesem Angriff überrumpelt worden. Viele sind verletzt. Diese zwei haben wir im Podcast erwähnt. Ah, es tut weh, Mama. Keine Sorge, ich rette dich. Wir sind doch Kumpel, oder? Das ist eine gute Szene, keine Sorge. Beeil dich und verschwinde. Wir sehen hier, wie er bibbert, also er lebt noch, sein Freund stützt ihn, der hat einen Pfeil im Rücken. Alle laufen davon, wir laufen mit. Aber ist das so richtig? Warte mal. Ah. Findest du nicht auch was merkwürdig? Der einzige Ausweg führt durch den Wald. Der Feind muss das doch auch wissen. Vielleicht wartet der Feind im Wald im Hinterhalt. Gehen wir zurück. Wir müssen es Captain Raoul berichten. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist ja unser Freund. So, und jetzt die zwei halt erwischt. Sie haben es nicht überlebt. Da wirst du direkt wirklich in ein Szenario reingeworfen. Das ist schon besonders. Das ist sehr düster. Hier denkst du, oh Gott, was passiert hier?
Wir sind mitten im Krieg, alles brennt, alle sind tot, was für ein Grauen. Wer steckt da nur dahinter? Das muss ein wirklich böser Mensch sein. Auftritt Luca Blight. Es ist genau, wie wir es planten, Prinz Luca. Alle flohen östlich durch den Wald. Der Hinterhalt war perfekt. Alles arme Opfer des Verrats des Stadtstaats. Was? Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. In letzter Zeit habe ich nur einmal gegen einen alten Mann gekämpft. Ich roste ein. Ja, ich meine... Nein, nein. Ihr könnt mit dem Schwert ist unvergleichlich, Prinz Luca. Meine Männer würden... Ja, jetzt habe ich es überspringen. Naja, die jungen Männer dienten ihrem Land gut genug. Jetzt, genau. Man will also so diesen Angriff dem Stadtstaat in die Schuhe schieben, um einen Krieg zu rechtfertigen. Ganz miese Masche, eigene Leute geopfert. Und die beiden haben das jetzt natürlich spitz bekommen. Oh, oh nein, was? Was zum Teufel? Verschwinden wir von hier. Okay, du hast recht. Aber wenn wir nach Osten gehen, werden wir getötet. Es bleibt uns nur die Klippe im Norden. Vielleicht können wir entkommen, wenn wir die Klippe runterklettern. Lauf nach Norden. Okay, mal leise. Psst. Schleichen uns da mal vorbei. Vielleicht da oben. Der falsche Knopf. Da. Super. Und fort. Spannung steigt, aber jetzt sollten wir ja in Sicherheit sein. Ah, auch eine gute, wichtige Szene für das Spiel auch. Keuch. Ist in Ordnung? Bist du verletzt? Aber warum hat der Captain... Ihr werdet die Antwort nie erfahren. Ihr werdet sterben. Opfer des Überraschungsangriffs des Stadtstaats. Eure Zukunft endet hier. Oh nein. Ah, jetzt kommt der erste Kampf, glaube ich. Captain? So schade. Ihr beide wart erfolgsversprechende Soldaten. Ergreift sie! So, das Kampfsystem klassisch, wie man es aus JRPGs kennt, rundenbasiert. Wir könnten Autokampf machen, wir machen einen normalen Kampf. Und ich zeige euch gleich mal einen Vereinigungsangriff, den spezielle Charaktere haben, die miteinander irgendwie verbunden sind. Zum Beispiel der Held und sein bester Freund, die können so eine Attacke machen. Und sie greifen jetzt eben einmal alle Feinde an. Das ist eine super effektive Attacke, die verwende ich sehr gerne, solange sie möglich ist. Kleine Special-Animationen wiederholen sich natürlich immer, kannst du nicht abbrechen, sind aber flott erledigt. Die Waffen sind den Helden fest zugemünzt, das bedeutet, man kann hier nicht, keine Ahnung, diese Tonfas oder was das sein will, mal gegen Schwert austauschen oder gegen irgendwas anderes, sondern man kann diese Waffen im Spielverlauf verbessern durch Schmiede. Stufenaufstieg kennt man alles, die unterschiedlichen Parameter, es gibt bessere Kämpfer, bessere Magier. Kennt man, mag man. Verdammt, ihr hartnäckigen kleinen Lümmel. Bleibt stehen, ich bin sofort zurück. Moment, ich bin gleich wieder da. Okay. Können nicht so weitermachen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen springen. Wir haben keine andere Fluchtmöglichkeit und der Captain lässt uns nie am Leben. Man muss hier aufpassen, was man antwortet. In diesem Spiel generell hier glaube ich noch nicht, aber das wirkt sich aus. Also man wird ab und zu mal wieder mit diesen Antwortmöglichkeiten konfrontiert. Wenn wir es schaffen oder irgendwie getrennt werden, kehren wir hierher zurück. So können wir wieder zusammenfinden. Versprich es mir. Ich verspreche es. Das ist die Stelle, die wir im Podcast auch erwähnt haben. Hier beginnt die Trennung, hier wird das Spiel enden. Und jetzt kommt der wunderschöne Vorspann. Das zeigt uns die Vergangenheit von unserem Helden, von Shaoi und von Nanami, Meister Genkaku. Kinder trainieren. Nanami schleicht irgendwo rum. Auch immer ein bisschen Auflockerung mit drin. Also du hast schon diese düsteren Elemente. Du hast Krieg, du hast Verrat, du hast Tod, du hast Mord. Und du hast aber auch wieder
ja, anime-humoristische Elemente mit drin. Das macht das Spiel wirklich sehr besonders. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre. Das Grab von Meister Genkaku. Tolle Musik. Miki Higashino hat den Soundtrack ja fast im Alleingang gemacht. Es sind, glaube ich, über 100 Tracks. Und bis auf ganz wenige hat sie alle selbst gemacht. Nanami winkt. Und unsere beiden Helden sehen wir auch. Es ist schön aufgelöst, die Melodie. Ganz toll. Okay. Dann schau, dieser Kerl ist reine Zeitverschwendung. Woher wohl kam? Hey du, wach sofort auf oder ich werfe dich wieder in den Fluss. Oh bitte nein. Sigrobian. So, du bist also endlich aufgewacht. Kannst du mir deinen Namen sagen? Gerne. So, du kannst reden. Was? Was hast du denn im Fluss gemacht? Bist du ausgerutscht? Wir wurden von der Armee des Staates angegriffen, aber... Oh oh, Armee des Staates? Wovon redest du? Wir haben gerade einen Friedensvertrag unterzeichnet. Ich kann es nicht glauben. Was? Bist du ein Highlander? Königliche Highland Armee Einhornbrigade. Verstehe. Du und ich sind also Feinde. Ich bin Viktor, Anführer der Söldnerarmee und Freund des Stadtstaates von Schausten. Viktor kennt man natürlich schon aus dem ersten Suikoden. Und seinen Kumpel Flick auch. Und redest du, Flick? Das würde ich niemals tun. Ich bin ein netter Mensch, aber egal, was ist mit dem anderen geschehen? Er hatte Pech, wir haben ihn aus den Augen verloren. Ich hoffe, dass er es schaffte. Das ist schlimm. Okay, hör zu. Wer du auch immer bist, du wirst für eine Weile mein Gast sein. Du wirst dein Quartier vielleicht nicht allzu komfortabel finden. Lieg nicht so besorgt rein. Wir werden dich schon nicht auffressen. Oder so. Also gut, gehen wir zurück zum Vor. Also in der Regel, viele Teile der Übersetzung sind in Ordnung. Wirklich, die Schnitzer, die finden sich vereinzelt. Einen haben wir jetzt schon mal ausgemacht, wo es nicht so wirklich rund ist. Basenbau, auch ein ganz wichtiger Teil von Suikoden, das werden wir hier heute nicht sehen. Das kommt zu spät im Spiel. Ja, das ist dann unsere Zelle erstmal. Damit muss ich mich abfinden, weil ich ein Gefangener bin. Das ist schade. Tja. Es wird in der Nacht ziemlich kalt, also roll dich gut ein. Toll. Was ist aus Joey geworden? Das wissen wir jetzt erstmal nicht. Oh, wer bist denn du? Guten Morgen. Du bist also der Kerl, den sie letzte Nacht brachten? Was? Du bist ja nur ein Junge. Ich bin Paul. Ich werde dich vorerst bewachen. Nach dem Frühstück kannst du etwas für uns arbeiten. Das klingt ja toll, Paul, voll gerne. Merk dir eins, keine Arbeit, nichts zu essen. Das ist wie im wirklichen Leben, oder? Okay, wie heißt du denn? Ah ja, Hardy. Sieh dir den Ort gut an. Die Leute hier sind alle so faul. Der Boss ist auch keine Ausnahme. Egal, schiebe alle Kästen gegen die hintere Wand, ich zeig's dir. Ah, könnte ich das nochmal sehen? An einem anderen... Nee. Alle direkt an die Wand schieben. Das klingt nach Spaß. Nun roll das Seil auf, das dort liegt. Ich warte draußen. Ruf mich, wenn du fertig bist. Es ist eine Top-Idee, einem Gefangenen eine Aussicht auf ein Seil zu geben. Warum müssen wir das hier machen?
Natürlich, weil wir im Spielverlauf auch immer mal Sachen schieben müssen. Und das will uns das Spiel hier gleich zeigen. Pass auf. Gibt's zum Beispiel später, viel, viel später im Spiel, gibt es eine Höhle, durch die Windströme kommen und diese Windkanäle können wir mit Steinen verschieben. Meistens an der Stelle, wo ich dann schon überhaupt nicht mehr dran gedacht habe, dass das überhaupt geht. So, das Seil noch. Du erhältst Seil. Bombe. Und dieser Sound, der gerade kam, der kommt auch immer, wenn wir einen der Stars of Destiny gesammelt haben. Ist ja einer der großen Elemente des Spiels, dass man... Darunter habe ich es nicht geschoben. Entschuldigen Sie. Das war gute Arbeit, nicht meine Arbeit. Dass man hier ganz viele Charaktere hat, das ist der große Schwerpunkt des Spiels. Natürlich, super. Und die sind gut gelungen. Zeit fürs Abendessen, das klingt doch super. Tut mir leid, das ist alles, was wir haben. Die Rationen sind in letzter Zeit ziemlich knapp. Guten Morgen! Du siehst gut aus, danke. Kevin ist doch erst seit gestern Pol. Ich habe heute einen wichtigen Botengang für dich. Das klingt nach Spaß. Hör zu und merk es dir. Geh zu den Lagerraum und hole 2 Paar Stiefel, dann hole 3 Feuersteine beim Schmied und 2 Beutel Mehl im Kaufladen. Ich warte hier, danke. Okay. Gibt's hier Stiefel irgendwo? Hallo? Oder bin ich hier verkehrt? Kann ja auch sein. Sollte nicht meinen, dass ich erst fast einen 2 Stunden Podcast über dieses Spiel aufgenommen habe. Hallo, ich will Ihre Kleider, Ihre Stiefel und Ihr Motorrad. Entschuldigen Sie. Die Barbara. Die rote Barbara? Was willst du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ein Gefangener, was? Worum geht's? Ah, Stiefel. Wie viel brauchst du? 2 Paar. Ich bin sehr sicher. Du erhältst 2 Paar Stiefel. Ja, ich gebe sie dir. So, mein Kumpel, der Schmied, der hat 3 irgendwas für mich. Du willst Feuersteine, wie viele? Ich will 3, bitte. Bitte sehr, nicht verlieren, alles klar. Und ich glaube, oben holen wir dann den letzten Teil. Hm, hier. Was, Mehl? Tut mir leid, wir haben kein Mehl mehr. Du musst ins Dorf Ryube gehen. Oh, blöd. Man erkennt natürlich immer, wenn man sich hier umguckt, viele Charaktere sind einfach mehrfach verwendet worden. Die besonders auffälligen, in diesem Fall sie, sind die, die im Spiel wahrscheinlich eine größere Rolle spielen. Ist schön gemacht. Oder sie. Besonders bunt, besonders herausstechend. So, Polyboy. Okay, gib mal her, 2 Stiefel, 2 Feuersteine und... Was mit dem Mehl? Es gab keins. Ah, okay. Hör zu. Gehst du für mich zum Dorf Ryuba? Das ist die Bombenidee, weißt du, das ist der Gefangene. Gehst du mal. Ne? Bist du mein Kumpel. Keine Sorge, ist nicht weit. Ah, kannst nicht allein gehen. Ja, bist du doch gefangen. Jemand muss dich begleiten. Geh und sprich mit Leona. Ich werde die Tür entriegeln. Okay, machen wir. Dann bist du wohl Leona. Hey, Junge. Was willst du? Jemand, der mit dir geht? Ein Verirrter, der nach Ryuba will? Ah, okay. Oh. Wer kommt denn da? Gengen. Was will Leona? Du willst Gengen? Oder ist das Essen fertig? Gengen, es tut mir leid, dass du Babysitter spielen musst, aber kannst du diesen Jungen mit dir nach Ryuba nehmen? Gengen, Soldat. Gengen, kein Babysitter. Stell dich nicht so an. Tapferer Kobelkrieger wie du, sollte die Bitte einer Lady erfüllen. Oh. Ah, du hast recht, my Lady. Okay, come on. Ah, noch ein netter Kumpel. Ah, Gengen. Wohin gehst du? Also, wir gehen jetzt zusammen auf jeden Fall auf die Reise. Mensch, wirklich? Nimm ich auch mit? Ja, klar, warum nicht? Tuta. Bist du mit den Aufgaben für Mr. Dingus fertig? Ach, ich krieg zu schnell weiter. Ja, ich habe die Medizin weggebracht. Ich war noch nie in Ruby und in Ryuba und Dr. Juan wird nichts dagegen haben, wenn ich etwas später komme. Ja, sagst du. Grrr. 2 Kinder? Bitte, lieber Koboldkrieger. Alles klar. Okay.
Gut. So, dann haben wir jetzt erstmal eine Party. Und natürlich auch mit Charakteren, die wir im Spielverlauf später auch wieder dabei haben können. So, dann, Pol. So, du gehst also mit Gengeng und Tuta. Wenn Gengeng bei euch ist, werdet ihr keine Probleme haben. Okay, Hadi, Ryube ist nordöstlich von hier. Du kommst dorthin, wenn du der Straße folgst. Hole etwas Mehl im dortigen Laden, brauchst nichts bezahlen. Viel Glück, fertig nicht. Überlass es mir. Jetzt wird euch gleich etwas auffallen, wenn wir zum ersten Mal auf die Oberweltkarte von Suikoden 2 kommen. Ja, viele Monster, vorsichtig sein. Es ist kein Wald oder eine Bergstraße. Es wird nicht so viele Monster geben. Ja, bla 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 bla. Captain Gengeng, natürlich. Bleibt beim Captain. So. Die Oberweltkarte. Uns fällt auf, hier unten ist das Lager und wir haben hier sonst keine Anzeige. Also wir haben hier keine Minimap, die uns weiterhilft. Die verbirgt sich im Spiel auch bei einem extra Charakter, den man einsammeln muss. Und hier auch wieder, wir laufen jetzt mal durch, vielleicht sehen wir jemanden, der ein bisschen auffällig ist. Was meint ihr? Wen hier von diesen dreien können wir wohl rekrutieren im Verlauf des Spiels? Ich mag die Musik, deswegen war ich jetzt kurz leise. So, Mehl wie üblich, Moment, hier bitte. Genau, sitzt auf die Rechnung. Okay, gehen wir zurück. Wir schauen uns jetzt nicht mehr um. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, Freund. Es ist jetzt halt sehr... Aber das ist schön, oder? Es ist jetzt sehr gemächlich am Anfang. Hier, diese drei, die wird man im Spielverlauf auch noch rekrutieren können. Aber die Geschichte wird später ordentlich an Fahrt zunehmen. Oh oh, Zufallskampf. Oh nein, es sind Ilex-Junge. So, und jetzt sehen wir, wenn wir jetzt auf den Kampf gehen, jetzt haben wir keine Vereinigung, weil jetzt niemand mit dabei ist, der irgendwas Spezielles, also die, der eine Verbundenheit mit dem anderen Charakter hätte. Hast du einen Gegenstand, den du benutzen kannst? Der kann heilen durch die Medizin, die er bei hat. Also greifen wir einfach mal an. Okay. Bei dem JRPG, eines der wichtigen Elemente, das gut sein muss, das Spaß machen muss, neben der Geschichte, ist natürlich der Kampf und der ist gut gelöst. Im ersten Suikoden wie hier im zweiten, das ist relativ deckungsgleich, das hat sich nicht viel geändert. Das Spiel hat ja noch weitere Besonderheiten, einmal die Duellsituationen und die Taktikkämpfe, das werden wir hier in dieser reingespielt Folge nicht sehen, weil das kommt erst zu spät im Spiel. Falls euch das wirklich, wirklich interessiert, dann könnt ihr gerne einen Kommentar dalassen. Vielleicht spiele ich es dann sogar auch noch mal ein bisschen weiter, aber wie gesagt, das müsstet ihr schon sehr deutlich kommunizieren, dass ihr das unbedingt sehen wollt. Erstmal müsste ich mich hier nicht so dumm anstellen. Okay, wir warten bei Leona, wir kommen. Bin zu Hause! Hallo! Gut, gut, das ist alles. Bis dann! Ciao, ciao. Okay, gehen wir was essen. Das ist eine gute Idee. Was gibt's heute? Oh, eine Menge. Was möchtest du heute zu essen? Ich hab doch schon. Er stellt mir was hin. Was willst du haben? Hm. Ich hab dem Koch gesagt, dass er dir eine extra Portion geben soll. Tolle Arbeit, ja. Danke. Aufgabe für heute. Öl ist verschüttet. Sollen wir aufputzen? Ah, hab's nicht so genau gesehen. Könntest du mir das an einem anderen Fleck auch nochmal zeigen? Die Zauber möchte er's.
Ein ölgetränkter Lappen, das ist ja auch eine Bombenidee. Ja, Gefangenenjahre sind keine Herrenjahre, wie man so schön sagt. Irgendwo gab es da noch einen Fleck, oder? Oder war der oben? Wo sind all die Flecken hin? Da ist einer. Ich glaube, hier geht es jetzt darum, dass wir... Aha. Wer ist denn da gelaufen? Was für ein Schweinchen. Dass wir uns jetzt ein bisschen umgucken. Ist da draußen was? Hallo, Verzeihung. Draußen gibt es keine Flecken. Aber hier ist noch einer. Eieieiei. Ist natürlich auch lustig, dass ich was erzähle von der komplexen Geschichte von den Charakteren. Und hier sieht man davon tatsächlich nicht so super viel. Das ist schon klar. Aber das ist eben der Einstieg in dieses Abenteuer. Und der ist, nachdem er am Anfang wirklich krachend war, wird es jetzt doch etwas gemächlicher, etwas zugänglicher. Ruhiger auf jeden Fall ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man hervorheben muss. Aber das wird sich ändern. So, also, wo bist du jetzt hier? Wow, das sieht toll aus. Du hast Talent, ja? Ich bin ein talentierter Putzmeister. Das ist mein Talent, ja. Ha, das war ein guter Witz. Du bist ein lustiger Junge. Ich mag dich. Der Pol ist so nett. Hoffentlich lebt er ganz lange. Für heute hast du deine Aufgaben erfüllt. Nun der Öllappen. Ach, wirf ihn einfach irgendwo hin. Hey, was willst du damit anfangen? Komm, wir essen zu Abend. Gute Arbeit. Du musst wirklich ziemlich müde sein. Hahaha, du bist ein interessanter Bengel. Oh, Polyboy, du bist ein komischer. Hey, es sieht so aus, als hätte sich jemand eingeschlichen. Oh nein, Polyboy, wo läufst du hin? Hadi, wenn du hier bist, antworte mir. Hier bin ich. Retten Sie mich. Ach, Gott sei Dank, ich hol dich da raus. Das ist subtil. Ist alles in Ordnung? Ich bin so erleichtert. Verschwinden wir von hier, ehe die Soldaten kommen. Da sind wir endlich mit unserem besten Freund wieder vereint. Und dann treten wir mal die Flucht an. Wir können jetzt natürlich nicht einfach durch den Haupteingang. Oh, oh. Okay, das reicht. Ergebt euch, ehe wir Erwachsenen wütend werden. Oh, oh. Ich verstehe. Jetzt fang an und erzähl mir erst einmal, wer du bist. Okay, beginnen wir mit deinem Namen. Joey. Joey Atreides. Ja, er macht auch in Gewürzen auf Wüstenplaneten. Okay, ich nehme an, dass du auch Highlander bist. Verstehe. Du bist der andere, den wir im Fluss verloren haben. Jetzt, wo du es erwähnt hast, ich habe niemals erfahren, wie ihr in diese schwierige Lage gekommen seid. So, jetzt erzählen wir natürlich die Geschichte. Nun, das ist eine schwierige Geschichte, bla bla bla. Das Feuer prasselt im Hintergrund. Die Wahrheit ist... Oh, es klingt gar nicht gut. Luca Blight. Ich habe von ihm gehört, aber egal. Was hattest du vor, nachdem du ihn gerettet hast? Nach der Rettung? Ja, zurück zur Stadt Chiaro. Ah, planst immer noch zu entkommen. Klar. Nun, du kannst vorläufig in der Zelle bleiben. Wir geben dir was zu essen und einen Platz zum Schlafen. Machen wir es uns gemütlich. Ja, macht nichts. Pilikai, er erzählt jetzt, wie er gerettet wurde, wie er aufgepäppelt wurde, hat das Gerücht gehört, dass ich hier gefangen bin, er wollte mich retten. Er ist halt ein treuer Freund. Versuch alles aufzuessen.
kann dir nicht verdenken, dass du entkommen wolltest, aber versuch's nicht nochmal, bitte. Nicht mit deinem Öllappen. Du wirst eh bald freigelassen. Kannst du vielleicht einen Löffel haben? Einen Löffel für die Suppe? Sind aber ein nobler Herr. Warte, ich hol dir einen. Ob der Löffel nur für die Suppe ist? Willst du meine Karotten? Was haltet ihr eigentlich von Leuten, die sich immer die Gurken vom Burger runtermachen? Unmöglich, oder? Gehört verboten. Willst du meine Karotten? Die werden selber gegessen, Freund. Ist gesund. So ist an der Zeit. Lass mal sehen. Willst du versuchen zu entkommen? Klar. Sie werden nicht erwarten, dass wir so schnell versuchen. Lass mal sehen. Feuerstein, Öllappen, Seil. Ja, hervorragend. Genau, was wir brauchen. Aber zuerst müssen wir hier raus. Biege einfach den Löffel. So. Gut, es ist offen. Diesmal werden sie uns nicht erwischen. Psst, leise. Ah, da können wir nicht so einfach hoch. Oh, ich bin total müde. Tür ist verschlossen. Gib mir einen Lappen und einen Feuerstein. Ich zünde es einfach an. Na, nicht doch. Wer konnte das ahnen? Was ist das? Oh, Feuerio. Okay, die sind abgelenkt. Okay. Hatte schon Angst, dass du einfach die Bude abfackelst, mein Freund. Das wäre nicht so gut gewesen. Es muss einen Weg hier rausgeben. Über den Balkon etwa? Gib mir mal dein Seil. Okay, gut. Ich gehe zuerst. Und entkommen. So. In der Nacht des Angriffs, wenn ich darüber nachdenke, worüber Captain Rout und die Männer sprachen. Es ist vielleicht gefährlich in Chiaro, aber trotzdem möchte ich zurück. Deine Schwester Nanami wartet sicherlich auf dich. Sie macht sich bestimmt große Sorgen. Machen wir. Gut. Da sind wir aufgewachsen. Wir können es nicht so einfach vergessen. Ist natürlich die Frage, oh Gott, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Gehen wir doch erstmal nach da oben. Wie gesagt, wir haben halt noch keine Map am Anfang. Du bist am Anfang darauf angewiesen, dass du von Leuten grobe Richtungen bekommst, die kannst du dann verfolgen. Und später kannst du dann auch andere Leute in deine Party mit aufnehmen. Das werden wir jetzt, glaube ich, ziemlich gleich mal angehen. Oder wollen wir erstmal nach Toto? Oh, spektakulär. Ich? Genau. Ich fühle mich beobachtet. Okay, du hast die richtige Größe und siehst auch noch hübsch aus. Komm her, beeil dich, schnell. Nein, bitte entschuldigen Sie. Das möchte ich aber nicht. Die Hauptveranstaltung, oh oh. Unsere messerwerfende Expertin. Das klingt vertrauenswürdig. Das war nicht, was du eigentlich sagen solltest. Hier ist sie, die schöne und berühmte Messerwerferin Eili. Ihr Gesicht und ihre Figur sind ein wahrer Augenschmaus. Bitte nicht bewegen. In letzter Zeit war sie nicht besonders gut. Das ist, oder, fühle ich mich gut. Kein Grund zur Sorge, ich habe gute Medizin. Ja, da. Sounds legit. Oh Gott. Nicht bewegen. Gut. Mein
Kürbis. Oh Gott. Nicht bewegen. So, und jetzt? Eine Bananenstaude. Nicht bewegen. Kommt jetzt auch der tellmäßige Apfel? Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Oh, das muss er. Das kann doch eine Orange sein. Ah! Das ist schön, oder? Lebe ich noch? Danke. Ja, großartig. Sie hat einen großen Applaus verdient. Wer ich? Das war abrupt. Vielen Dank, dass du uns ausgeholfen hast. Wir sind reisende Schausteller. Ich heiße Rina. Und ich bin Heidi. Wir sind Schwestern und dies ist unser großer Bruder. Bolgan! Ich heiße Joey, das ist mein Freund. Wir sind auf dem Weg zur Stadt Chiaro in Highland. Wir auch. Wir haben schon alle Dörfer in der Umgebung abgeklappert. Es ist Zeit für einen Ortswechsel. Das einzige Problem ist... Ich habe euch doch gesagt, dass es okay ist. Keine Sorge um das Nebelmonster. Schließlich bin ich da. Das ist ein Nebelmonster? Nach Highland zu kommen, müssen wir den Nordsperlingspass nehmen. Aber ich habe Gerüchte gehört, dass es ein fürchterliches Nebelmonster geben soll. Da habe ich ein bisschen immer an Final Fantasy 2, also das japanische Final Fantasy 4 gedacht. Da gibt es ja auch so einen Nebeldrachen am Anfang. Es ist mir ein Vergnügen, mit einer so hübschen Dame zu reisen. Du bist ein richtiger Schmeichler. Gelernt ist gelernt, möchte ich sagen. Großartig, vielen Dank, ihr zwei. Bolgan, glücklich. Also, Nordsperlingspass. Here we go. Ich weiß nicht, ob Nord-Sperlingspass impliziert, dass er im Norden ist. Wahrscheinlich schon. Das sieht passabel aus. Hier beginnt dann auch der erste kleinere Dungeon des Spiels. Ich glaube aber, für den ersten Eindruck reicht es jetzt vielleicht auch mal. Ihr habt jetzt ein bisschen was gesehen, den recht guten Einstieg ins Spiel, jetzt geht's etwas gemächlicher, jetzt werden wir an die Spielmechaniken rangeführt. Hier lernen wir jetzt den ersten Dungeon kennen, der ist sehr linear, eigentlich straightforward. Da gibt's gibt's kaum Abzweigungen, wo man sich verlaufen könnte, höchstens ein paar, wo man einige Boni bekommt. Wenn ihr große Lust drauf habt, wie gesagt, kann ich gerne auch nochmal ein bisschen was zu Suikoden 2 zeigen. Für einen ersten Eindruck, glaube ich, sollte das jetzt aber erstmal genügen. Dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr die Podcast-Folge noch nicht gehört habt, unten in den Shownotes ist sie verlinkt und ich freue mich wie immer auch hier über eure Gedanken als Kommentar. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Hardy. Servus!